Im September 2017 kam ein Spiel auf den Markt, das alles veränderte. Du dachtest an dieses Spiel, wenn du schlafen gingst. Du redetest darüber in der Schule mit deinen Freunden und nach der Schule spieltest du es mit deinen Freunden. Und nicht nur dir, sondern so ziemlich allen anderen ging es genauso. Die Rede ist natürlich von Fortnite Battle Royale. Wenn ich so an diese Zeiten zurückdenke, kriege ich echt Gänsehaut. Millionen von Spielern waren verrückt nach diesem Spiel und spielten es jeden Tag. Spulen wir 7 Jahre vor ins Jahr 2024 und immer noch spielen Millionen von Spielern Fortnite, aber irgendwas ist anders. Das Spielprinzip ist noch das gleiche. 100 Spieler kämpfen, bis der letzte Spieler steht. Also alles wie sonst, oder? Warum fühlt sich Fortnite dann so anders an? Fortnite startete ursprünglich als kooperatives PvE-Spiel im Juli 2017. Nachdem das Spiel unter den Erwartungen performte, entwickelten die Developer in kurzer Zeit einen anderen Game-Modus, inspiriert durch das zuvor erschienene Spiel PUBG. Fortnite Battle Royale ist geboren. Dieser Spielmodus wurde im September selbigen Jahres veröffentlicht. Ziel war, dass mehr Spieler durch das kostenlose Spiel auf die Kampagne aufmerksam werden und diese kaufen. Fortnite revolutionierte allerdings das Genre der Battle Royales, da sie ein Feature hinzufügten, das aus der Kampagne kam, das Bauen. Dadurch gewann das Spiel rapide an Popularität und die goldene Ära Fortnites und unserer Kindheit und Jugend begann. Alles drehte sich um dieses Spiel. Abends nach den Zocken mit den Jungs glücklich ins Bett gehen, auch wenn man mal schlechte Runden hatte, denn selbst dann hatte man noch Spaß in der Gruppe. Morgens nach dem Aufstehen direkt online gehen und weiterspielen, keine Sorgen, das Leben ist gut. Und wirklich jeder hat Fortnite gespielt. Deine komische Junge aus deinem Jahrgang? Spielt Fortnite. Dein Lehrer? Spielt Fortnite. Der Kassierer im Lidl neben der Schule? Spielt auch Fortnite. Kaum ein Game hatte das Feeling wie Fortnite zu der Zeit. Einfach alles machte Spaß. Klar, irgendwann kamen nicht so coole Dinge dazu, aber im großen Ganzen war die Zeit legendär. Epic brachte wöchentlich neue Updates raus, mit neuen Waffen und Items, die alle kreativ und nicht langweilig waren. Die Season-Themen waren sick und die Skins gingen weg wie warme Brötchen. Gegen Ende von Chapter 1 bahnte sich jedoch ein harter Schnitt an. Die Seasons wurden ab Season 9 überladen und zu viel war im Spiel los, bis Season 10 Fortnite den Rest gab. Viele Spieler hörten auf zu spielen, der Hype und die Popularität gingen zurück. Aber Fortnite hatte noch etwas anderes in petto. Eine neue Map. Ein neues Chapter also. Alle waren froh und happy, endlich eine frische Map, ein neuer Lootpool, ein neues Spielgefühl. Und damit hatten sie auch recht, aber es war nicht sonderlich positiv. Denn hier sollte sich das Spielgefühl komplett und permanent ändern. Es sollte nie wieder so sein wie früher. Irgendwas war halt anders. Es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht, die Sessions waren nicht mehr so lange und man hat nicht mehr jeden Tag gezockt. Das ist natürlich von Spieler zu Spieler unterschiedlich, aber viele sind derselben Meinung. Ich habe also mal in meine Community reingehört, was in euren Augen diese goldene Zeit besonders gemacht hat. Und ich glaube, der folgende Kommentar fängt es ganz gut ein. Es war nicht mal Fortnite, sondern die Zeit. Nach der Schule mit den Freunden ein neues Spiel erleben und gemeinsam besser werden. Niemand war krass, alle lernten neu dazu. Alle Waffen waren einfach OG und Tilted war damals berühmt-berüchtigt und dir haben die Eier geflattert, wenn du dort warst. Im Nachhinein hat sich natürlich die gesamte Map eingebrannt, weil die Zeit einfach Nostalgie bietet. Aber ist es das? Einfach Nostalgie? Das hat mich nicht zufriedengestellt und ich habe weiter recherchiert. Das klingt, als wäre ich ein fucking Journalist, Digga. Denn mit Chapter 2 kamen neue Änderungen, die das Spiel auf den Kopf stellen sollten. Als wir nach der Downtime das Spiel starteten, wurden wir nach der Cutscene direkt aus dem Bus ins Spiel geworfen. Was sofort auffiel, war, dass die restlichen Spieler in der Lobby nicht alle echt waren. Fortnite führte nämlich zum Start des Chapters Bots ein, die die Lobbys auffüllten und das Skill-Based Matchmaking begann. Begründet wurde dies mit kürzeren Wartezeiten, einem besseren Spielerlebnis für neue und unerfahrene Spieler sowie verbesserten Analysen für das Spielsystem. Aber das fanden nicht alle Spieler gut, unter anderem wegen des Skill-Levels der Bots. Zunächst liefen die nur rum und trafen nicht einen Schuss und wenn sie angeschossen wurden, bauten sie eine Wand und rannten einfach weiter weg. Aber durch die Bots wurden die Matches ruhiger und langweiliger. In Chapter 1 ging man noch in eine Runde mit dem Wissen, gegen 99 andere, echte Menschen zu spielen. Und ab Chapter 2 ging man in eine Runde und hatte lediglich 17 bis 25 echte Spieler in den Runden. Und das war einer der maßgeblichen Gründe, warum sich das Spiel anders anfühlte. Übrigens heißt das nicht, dass alle Seasons schlecht waren. Ein paar der besten Seasons von Fortnite kommen noch und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut euch mein Video über Fortnite's Prime an, das könnt ihr hier oben sehen. Aber das Gefühl aus Chapter 1 wurde damit komplett vernichtet. Selbes mit den neuen Items und Updates und so weiter. Was wir aus Chapter 1 noch kannten und lieben, ging in Chapter 2 irgendwie unter. Wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich mit den LTMs passiert? Übrigens ist es wichtig zu erwähnen, dass sich ein Spiel weiterentwickeln muss. Sonst wäre es langweilig und keiner spielt es mehr. Im Falle von Fortnite war das aber sehr schwer. Das Spiel hatte so schnell an Popularität gewonnen, dass es für die Entwickler schwierig wurde, ihre Ideen und Vorstellungen auszutesten und zu implementieren. Stellt euch das so vor.
Ihr bringt ein in ein paar Wochen zusammengebasteltes kostenloses Game raus, um euer kostenpflichtiges Hauptspiel zu promoten und wollt schauen, was passiert. Oh, eine Woche später spielen es viele Leute. Erstmal ein paar Bugs fixen und ups, schon sind es 20 Millionen Spieler. Erste Prioritäten sind Content, Bugs, Hype mitnehmen. Ganz unten auf der Liste steht, experimentiere mit dem Spielprinzip. Denn wenn jetzt etwas schief geht, verlierst du all deine Spieler. Die haben aber so lange damit gewartet, bis es eigentlich nicht mehr ging. Ich meine, Fortnite war gerade dafür bekannt, dass es kein wirkliches Skill-Based Matchmaking gab und man gegen 99 echte andere Menschen spielte. Warum das wegnehmen? Fortnite hat sich im Laufe der Zeit immer weiter verändert. Nicht nur auf spielerischer, sondern vor allem auf visueller und struktureller Ebene. Besonders auffällig sind dabei die Veränderungen der Benutzeroberfläche. Was einst einfach und funktional war, wurde nach und nach zu einem überladenen Konstrukt. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Spind, der früher ein simples Menü bot, um Skins, Gleiter und Emotes schnell auszuwählen. Doch heute wird man von einer Flut aus Menüs, Animationen und Kategorien erschlagen, was das Navigieren mühsam macht. Außerdem entschied sich Epic dafür, die Seltenheiten aus dem Spiel zu nehmen. Skins sind jetzt nicht mehr legendär, episch oder selten, sondern grau und nur im Preis verschieden. Die ursprüngliche Einfachheit des Spiels ging damit immer weiter verloren. Wo wir schon mal bei Skins sind, schauen wir uns doch mal die wachsende Zahl an Kollaborationen an. Anfangs gab es Kooperationen wie mit Marvel oder John Wick und diese fühlten sich noch besonders und selten an. Doch ab einem gewissen Punkt änderte sich das drastisch. Fortnite schien fast jede Woche eine neue Partnerschaft einzugehen, ob mit Filmfranchises, Serien, Musikern, Sportlern oder Anime-Charakteren. Was früher als etwas Besonderes und beinahe Rarität galt, wurde schnell zur Überflutung. Fortnite wurde zwar ein Sammelsurium der Popkultur, in dem es weniger um das eigene kreative Universum ging und mehr um die Integration von externen Marken. Das führte dazu, dass man in Matches plötzlich als Naruto gegen Darth Vader und Travis Scott kämpfte, was in 2018 praktisch undenkbar gewesen wäre. Fortnite verlor seinen eigenen Stil und wurde zu einem chaotischen Mashup aus bekannten Figuren. Für viele Spieler sorgte das unweigerlich dafür, dass sich das Spiel nicht mehr wie das Fortnite anfühlte, das sie einst liebten, vor allem durch Integration von Items aus diesen Universen. Nehmen wir nur als Beispiel das Kamehameha oder die sämtlichen Laserschwerter, die hinzugefügt wurden. In Verbindung dazu steht der zunehmende Fokus auf das Metaverse. Epic Games stellte klar, dass Fortnite nicht nur ein Spiel sein sollte, sondern eine Plattform für digitale Erlebnisse. Konzerte, Filmevents und Live-Interaktionen rückten immer mehr in den Vordergrund. Diese Events waren oft spektakulär und beeindruckend, aber der Fokus verschob sich merklich vom eigentlichen Spiel. Stattdessen wurde Fortnite zur Bühne für Popkultur-Events und zur Werbeplattform für große Marken. Natürlich hatten all diese Veränderungen auch positive Seiten. Die Events waren oft kreativ und brachten viele coole Momente mit sich. Die Skins aus den Kollaborationen boten Abwechslung und erfreuten viele Spieler, aber mit dieser ständigen Kommerzialisierung und dem Fokus auf externe Marken verlor Fortnite einen Teil seiner selbst. Die Identität des Spiels, das einst so klar und einzigartig war, verwandelte sich immer mehr in eine riesige digitale Plattform, die alles und jeden integrieren wollte, aber dafür den ursprünglichen Charme einbüßte. Wenn ihr außerhalb von Fortnite auf andere Plattformen geschaut habt, wie beispielsweise Twitch oder YouTube, ist bestimmt noch etwas aufgefallen. Creator, die du früher jeden Tag geschaut hast, weil sie immer on waren und Fortnite gestreamt haben, haben andere Spiele gespielt. Trimax war nur noch zu neuen Seasons mal online, Tim the Tatman nur noch mal für Zero Build und OG Fortnite und Ninja, naja, er tut sein Bestes. Are you fucking kidding me? Ein Teil der Reise ist das Ende und das müssen wir leider akzeptieren. Die Zeiten sind halt vorbei. Erwähnenswert wäre an dieser Stelle übrigens auch die modernere, realistischere Grafik, die so anders ist als die cartoonhafte Optik von früher. Diese Grafik war eben auch ein Teil von dem Fortnite, was wir so vermissen. Also fassen wir zusammen. Fortnite ist nicht mehr so wie früher und das wird es auch nie wieder sein. Die Spielerzahlen mögen zwar ähnlich sein und das Spielsystem auch, aber in Wahrheit sind sie es nicht. Von Wellen an IPs und Kooperationen im Spiel über realistische Grafiken bis hin zu Bots, Gameplay und UI-Changes hat eine ganze Menge dazu beigetragen, dass Fortnite sich jetzt anders anfühlt als damals. Aber ein Spiel muss sich halt auch weiterentwickeln und ob das jetzt gut ist oder nicht, ist den Spielern überlassen. Vielleicht war es doch nur Nostalgie. Danke fürs Zuschauen.